So, und weiter geht's bei Hit nach mit. Jetzt hat er wieder irgendwas verändert. Objekte, Magie, Feuerpfeil. Ah, zu spät. Blödes Mauspad. Es ist nicht so wild, ich habe nicht viel Zeit verloren. Nee. Jetzt hatte ich aber. Ja, ich habe sie geschafft. Noch kleine Geschwister oder so irgendwo. Lesen. Brief der Chor. Zweiter Brief der Chor wurde dem Inventar hinzugefügt. Den werde ich gleich lesen. Ring des Fährtenlesers. Schleichen ist 7% effektiver. Leer. Lederharnisch. Bericht eines unbekannten Reisenden Teil 2. Ein geografischer Überblick? Naja, hab ich schon gelesen. Oh, ein Krustenbrot. So, dann lesen wir mal den Brief. Ich hoffe, da ist es nicht auch genau gleich. Das ist jetzt hier zweiter Brief der Chor, genau hier. Schwester Driella, Sternensommernacht 6732 nach Sternenfall. Hier sitze ich, Feder und Papier, die einzigen Freunde, mit denen ich meine Sorgen teilen kann. Es ist die Insel. Schon nach dem Traum war ich beunruhigt über diese seltsamen Bilder. Ja, ich habe die Insel gesehen und ja, mit ihren weißen Stränden und dem fruchtbaren Boden wirkte sie wie der Himmel auf Erden. Aber dennoch, da war etwas. Solyris deutete meine Zurückhaltung als Schüchternheit, aber das war es nicht. Es war Unbehagen, selbst als ich mich ihm später davon erzählte, wollte er nichts davon wissen. Er ist überzeugt, dass es Kor war, der mir die Vision gesandt hat. Es ist unser Schicksal, hier zu leben, bis wir in sein Reich übergehen. Aber bin ich denn die Einzige, die spürt, die sieht, etwas haust hier? Und wenn das Kors unendliche Liebe sein soll, bin ich die goldene Königin. Dieses Flüstern im Wind der Palmenblätter, das Brennen auf meiner Haut, wenn ich in die Sonne trete. Und ja, vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber was ist mit den Fratzen auf den Wänden? Ragor sagt, das ist eine einfache Verfärbung des Holzes, aber bin ich denn die Einzige, die dein Gesicht sieht? Dennoch, mir sind die Hände gebunden. Mit jedem Tag, der vergeht, scheint Zulyris mehr auf eine fast unheimliche Glückseligkeit abzugleiten. Er ist fest davon überzeugt, dass wir unsere Bestimmung gefunden haben. Fort. Wir müssen hier fort und das so schnell wie möglich, aber im Augenblick bleibt mir nichts anderes als zu warten. Kors Liebe wird mir den Weg weisen, so wie es es damals getan hat. Sie. Kor ist eine Sie. Gut, raus hier. Nächstes Haus. Also wenn da wieder so ein Viech drin ist, dann werde ich immer sauer. Hm.
Ein Feuerpfeil. Nur für ein paar Ratten. Bücher. Datteln. Bücher kann ich gar nicht anfassen. Diese Bücher auch nicht. Der Heilige Orden. Ist das ein Buch, das die hier typischerweise haben sollten? Lavendel. Die fünf Offenbarungen des Chors sind offensichtlich, das ist ein silberner Kelch, ne? Auch mehr nicht. Nächstes Haus. Ich glaube, der will mir damit andeuten, dass das nächste wohl da drüben ist. Ach, schon wieder nur Ratten. Huch. Die hat mir doch tatsächlich Schaden gemacht. Oben der Bruderschaft. Lederstreifen. Ja, Streifen sind gut. Mit Lederstreifen kann man basteln. Da liegt ein Brief. Dritter Brief der Chor wurde dem Inventar hinzugefügt. Ring des Fährtenlesers. Ist der nicht auch? Ring des Fährtenlesers. Ring, 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 Ring des Fährtenlesers eben. Das ist auch so einer. Gut. Dann lässt es wieder lesen. Dritter D. Dritter Brief der Chor. Das Bündel Papiere scheint eine Art Schriftaustausch der Chor gewesen zu sein, die sich ihres Schweigegelübdes wegen wohl andere Wege der Verständigung hatten ausdenken müssen. An den unterschiedlichen Handschriften könnt ihr die beiden Gesprächspartner erkennen. Die Dokumente sind auf die 25. Sternennacht datiert. Ja, sie ist seltsam in letzter Zeit, aber ich mach dir keine Sorgen. Sie braucht Zeit, sich an all das hier zu gewöhnen. Du weißt doch, wie sehr sie an Ark gehangen hat. Mag sein, aber was ist mit dem, was sie erzählt hat, das Flüstern, diese Fratzen in ihrem Zimmer? Fängst du jetzt auch noch damit an? Das sind Flecken, Verfärbungen, weiter nichts. Meinst du wirklich? Ja. Du musst etwas sagen, Lukas. Darf ich? Was soll die Frage? Natürlich darfst du. Dieses Flüstern, ich höre es auch. Und diese Hitze. Deiner, wir sind hier sicher. Syliris sagt es. Und ich spüre es ebenso wie er. Diese Insel ist ein Geschenk von Kor und wir werden hier bleiben, bis es soweit ist. Vertraue mir einfach. Du weißt, dass ich niemals zulassen würde, dass dir etwas zustößt. Gar nichts. Ein weiterer Brief der Chor, vierter Brief der Chor. Schwester Cori, 23. der großen Flut, 6733 nach Sternenfall. Heute Morgen hatte Dyrella einen Anfall. Mitten beim Gebet im Gemeindehaus begann sie zu brüllen und um sich zu schlagen, und es brauchte drei von uns, um sie ruhig zu stellen. Selbst als es uns gelungen war, sie ruhig zu stellen, hörte sie nicht auf, um zu schreien. Irgendwas von Leichenfratzen. Sie muss diese Gesichter gemeint haben, die sie in den Wänden sieht.
Cyrus ließ sie ins Gemeindehaus bringen und gab ihr einen Trank aus dem Dämmerblumensaft, um sie ruhig zu stellen. Tatsächlich war das Schlimmste aber nicht der Anfall, es war die Gleichgültigkeit, mit der Cyrus und die anderen Männer, nachdem sie Dorella in ihre Hütte gebracht hatten, weitermachten. So, als wäre nichts gewesen. Für sie scheint es schrecklich einfach zu sein, ihren Zustand als Wahn abzutun. Ich kann das nicht. Und schlimmer noch, ich weiß, wovon sie spricht. Lange habe ich mir versucht einzureden, dass auch ich mir das nur einbilde, aber das tue ich nicht. Das Flüstern, es ist da und über allem liegt wie ein Schleier. Diese Gewissheit, dass etwas nicht stimmt. Ich fühle mich wie ein Kind, dessen Vater ihr eine lebensechte Wachsfigur schenkt und es davon überzeugen versucht, dass sie ihr Freund sei. Ganz gleich, wie kunstvoll sie angefertigt ist und wie makellos die Haut zu sein scheint. Am Ende ist sie tot und das war von an und war es von Anfang an. Irgendwas Interessantes, Spannendes, etwas, was ich brauchen könnte. Oder meine Gabel, oder? Ja. Kleiderschrank, ein Genesungstrank, ein ranziger. Was ist Leerkorb? Ist nichts. Also, wie viel sollten wir insgesamt finden können? Ich glaube 5, oder? Oh. Hier ist was. Was ist hier? Etwas hat uns gesehen. Ah, die Krabbe da unten. Da kommt man, wo kommt man da hin? Dann da hoch. Ah, ein weiterer Brief. 5 von 7. Oh, ein gefüllter kleiner Sehnenstein. Hervorragend. Und noch immer kein Schlüssel. Könnte ich denn die Kokosnuss essen? Kokosnuss? Tatsächlich, die Kokosnüsse heilen. Nicht viel, aber sie heilen. Gut, dann lesen wir den nächsten Brief. Das müsste ja jetzt der 5. sein. 5. Brief der Kor. Wieder findet ihr einen Schriftaustausch. Ihr erkennt die beiden Handschriften wieder. Es sind die von Rukas und Schwester Dinah. Ich muss mit dir reden, Rukas. Was heißt, ich habe zu tun, Rukas? Ich kann nicht mehr. All das hier, es ist einfach zu viel. Es geht um Solubis, oder? Was er heute getan hat. Er hat sie geschlagen, verdammt nochmal, er hat sie mit voller Wucht ins Gesicht geschlagen. Sie hat es verdient. Was? Sie hat es verdient, hast du ihn nicht gehört, was sie tun wollte? Sie wollte uns verraten, Dina. Verraten. Das ist doch nicht wahr, sie wollte gehen, weil es ihr schlecht geht. Und sie hat gesagt, dass sie wiederkommen würde. Was sie nicht vorhatte, und selbst wenn, sie darf nicht gehen. Das hier, Dina, das ist unsere Heimat. Kor hat uns hierher geführt und die Insel zu verlassen, bedeutet, auf seine Liebe zu spucken. Und überhaupt, diese Fotze soll sich glücklich schätzen, dass Solyris bei ihr bei ein paar Schlägen belassen hat. Wie kannst du sowas nur schreiben? Was, Fotze? Das ist ganz einfach, siehst du? Wir sollten es ihr auf die Stirn tätowieren. Vielleicht denkt sie dann das nächste Mal einen Arm weit länger, bevor sie unseren Glauben derart mit Füßen tritt. Was ist? Hat es dir die Sprache verschlagen? Du machst mir Angst, Lukas. Tue ich? Vielleicht ist es besser so. Wir wollen ja nicht, dass du auf ähnlich dumme Gedanken wie Cory kommst. Diese Insel ist ein Geschenk deiner. Cor hat uns hergeführt.
mein Leben fern von den Fängen des Demiurgen führen zu können. Und jetzt befolge ich meinen Rat und halte zukünftig besser dein ketzerisches Maul. Ich will nicht zu ähnlichen Mitteln wie Soluris greifen müssen. Aber glaub mir, ich tue es, wenn es notwendig ist. Tja, die Insel hat wohl für einen Kampf der Geschlechter gesorgt. Nichts einmal rum. Was ist das? Da sehe ich Blut. Was zum Henker? Jemand hat die Hühner abgeschlachtet. Und dem Schwert nach zu urteilen, ein Mensch. Aber wieso? Ist nichts zu sehen. Benötigt einen Schlüssel? Das sind Knochenreiche. Das scheint mir heftiger zu sein. Gute ist, er hat mich wieder aus den Augen verloren, wie schön. Das Schlechte bei dem ist, dass die Feuerpfeile bei dem anscheinend kaum Schaden machen. Probieren wir es doch mal mit den normalen Feinstahlpfeilen. Vielleicht funktionieren die besser. Na, komm. Sei ein braver Knochenreißer. Nicht mehr zu sehen. Und was heißt, wenn wir ihn nicht. Ach, da. Okay. Und wieder so ein Geduldsspiel. Wieso ist denn der so? Warte mal, die anderen hießen doch auch anders, nicht Knochenreißer? Dann ist das ein kräftigerer von der Sorte. Und dass er offensichtlich uns noch nicht aus den Augen verloren hat, hört mir gar nicht. Sehen jetzt wieder nirgends.
Bin jetzt gerade gespannt, wo er eigentlich lang geht. Hat er sich gerade ein Stück weit geheilt? In Vergessenheit geraten. Müssen wir schauen, wo er steckt. Da. Nee, doch. Im Wasser. Das hatte ich doch schon mal das Problem. Problem, was ich meine, ist ganz offensichtlich, wenn man von den Feuerpfeilen weggeht. Scheint Mühe damit zu haben, sich zu entscheiden, wo er hinlaufen will. Okay. Der wäre auch erledigt. Mal schauen, welche Häuser wir noch nicht untersucht haben. Also hier bin ich einmal ringsherum gegangen. Ne? Waren wir hier schon drin? Ja, das war die erste Hütte, die wir angeschaut hatten. Ich meine, es waren ja auch nur 13 Personen auf dieser Insel, also kann nicht allzu viel los sein. Wir brauchen eben vor allem auch Schlüssel. Das ist nur wieder. Obgleich nichts Physisches für euch von dieser Tür zu trennen scheint, stößt eure Hand auf eine Barriere, wenn die magischen Blitze zu durchdringen versucht. Ah, da ist noch ein Zettel. Die Medaillons der beiden toten Schwestern finden. Silon, wenn du das liest, und ich hoffe es inständig, dass dies der Fall ist, weil es bedeuten würde, dass du wieder zu Sinnen gekommen bist, heißt das, dass Kor uns bereits in seine Arme gerufen hat. Die Barriere soll verhindern, dass die Biester aus Dünenhain unseren heiligen Ort verwüsten. Aber auf den Amuletten unserer beiden toten Schwestern dürftest du die heiligen Worte finden. Bitte, Silon,
Komm zu uns. Kors Liebe durchflutet dich nach wie vor, von Kopf bis Fuß. Jeden Winkel deines Körpers, deiner Knochen und deines Herzens. Ich spüre es einfach. Und seine letzte Umarmung wird glorreich sein. Also mindestens eines der Amulette haben wir ja schon. Schatten auf der Bronze an. Amulette Leichtfüßigkeit. Sind die unter was anderem? Ich war mir sicher, dass ich eines der Amulette zumindest schon gefunden hatte. Das, was ich gefunden hatte, war das Amulett der Leichtfüßigkeit. Nee, das war es nicht, weil das habe ich schon länger. Ich als vegane Suppe. Wie verflixt? Wo sollte ich die denn jetzt finden können? Ich meine, jetzt war ich ja wirklich schon fast überall. Ein weiteres Gespräch zwischen Mirellas Sohn und seiner geliebten Schwester Dinah. Diesmal ist es auf ein Jahr nach dem Bericht der Medica Cori datiert. Und wie es scheint, ist Schwester Durella an einem Fieberwahn zugrunde gegangen. Durella. Des Weiteren habe sich Bruder Solyris Verhalten auf bizarre Art und Weise verändert. Er muss Schwester Cori verprügelt haben, als sie von ihren Bedenken über die Insel erzählte. Auch Bruder Rukas scheint sich auf seltsame Art und Weise verändert zu haben. Die Medaillons der beiden Schwestern finden einen Weg finden, das Gemeindehaus zu gelangen, optional. So. Alle unsere Aufgaben noch nicht wirklich erfüllt. Konnte ich die Amulette vielleicht nur finden? Nachdem ich den Auftrag schon bekommen habe. Also der Charakter dann praktisch. Huch, jetzt habe ich die Holzschüssel genommen. Lederstein. Definitiv nicht hier. Oh, Banane. Einzelteile. Wir haben ganz schön viel Zeug hier. Dafür, dass die Insel ja eigentlich viel zu klein ist. Dieses Stück. Lavendel. Eine Büste. Die Maske wirkt seltsam, lebendig.
Ob es sich um eine Gottheit des Kultes Kor handelt? Silberring des Fechters, den habe ich übersehen. Nur leider. Aha, ja. Aus gutem Grund. Warte mal. Fackel? Fackel, Fackel. Fackel mal nicht lange rum. Nichts zu sehen. Schon alles leer, da haben wir schon alles ausgeräumt. Da liegen Datteln am Boden. Nee, das hat sich jetzt hier auch nicht verändert. Sind wir schon wieder in der Nähe von dem toten Dings, also kann hier nicht mehr viel sein. Nanu? Das ist das Haus, das benötigt auch einen Schlüssel. Dann stecke ich die Fackel mal da weg. Und jetzt gehen wir auf Schlüsselsuche. Hier scheint ja noch mal eine andere. Nee, das ist einfach nur wieder dieses erste Haus. Also hier finde ich die Amulette garantiert nicht. Runter zum Strand. Das ist eine Muschel, die in der Luft schwebt. Scheint nichts zu sein. Ach, es hat noch ein paar Boote mehr. Schiffsrudern. Blut. Ich würde eigentlich gerne das Blut untersuchen. Und ich ein Schiffsruder aufnehmen.
Na komm. Kann ich offensichtlich die nicht wieder nehmen? Willst du mir doch nicht erzählen, dass ich die Pflanze nicht ernten kann? So, stolpern wir gleich über die Leiche von dem anderen. Ist denn der Typ jetzt? Der müsste doch auch hier irgendwo sein. Meine Pfeile kann ich eindeutig nicht mehr einsammeln. Ich irgendwo hier erschossen. Ja, nur keine Panik, man. Das ist das kleine Ding. Ich werde dir nichts tun, wenn du mir nichts tust. Sehe ich mir garantiert von oben wieder. Es könnte natürlich gut sein, dass dieser. Typi. Das alles hatte. Das. Ist eine tote Krabbe geht. Das muss ja stinken. Halt! Ah, ich hab es. Hi, du. Lass dich nicht irritieren, ich mach hier nichts. Moment. Leute, habt bitte noch einen Moment Geduld. Ich muss erst noch das richtige Schwert ausrüsten. Dann können wir. Ja. Schwestern, das sind die Schwestern. Die Schwestern sind aber auch ziemlich giftig. So laufe ich so langsam. Er flickst noch mal, die hat sich erholt gehabt. Deshalb laufe ich so langsam. Das ist die gute Frage. Habe ich denn in dieser Runde schon gekillt? Sah jetzt gerade einen Augenblick lang so aus.
Wo genau habe ich die Schwestern jetzt eigentlich gefunden gehabt? Hier? Ne, da war noch die Leiche von dem Dings. Da drüben. Ich glaube, hier ist er. Keine Leier, wo sind die? Wo stecken die bloß? Ja, Schwesterchen, du wirst mich jetzt gleich aus den Augen verlieren. Und wo ist deine andere Schwester? Die war doch noch nicht am Ende. Wieso treffe ich nicht?
meine Schwester ist tatsächlich gestorben. Die andere ist nicht gut zu sehen. Das interessiert mich natürlich umso mehr, was eigentlich mit diesen beiden Schwestern passiert ist. Schwester Cory. Es bleibt mir jetzt nichts anderes, als der anderen entgegenzugehen, denn ich habe keine Ahnung, wo sie steckt. Interessant, dass sie anscheinend flüchtet. Ich habe zwei. Ah. Die Flusskrabbe ist aggro. Schwester, die gute, ist irgendwo darunter. Das hat wenig Sinn. Die ist jetzt ziemlich genau da. Und den anderen erwischt. Was schwimmst du denn im Wasser rum? Aus dem Grund habe ich den anderen nicht gefunden. Der ist im Wasser gestorben. Toten, ja. Also noch weiß ich nicht, was mit denen passiert ist. Wenn ich mir das ganze Muschelfleisch jetzt doch noch mal. Wer ist da gestorben? Was ist mit mir? Nee, ne? Ah, ist einfach Treibgut. Also Schlüssel hatten die beiden jetzt auch nicht dabei. Ich bin doch jetzt schon über die Stelle hinaus. Ja, jetzt bin ich da. Was ist jetzt passiert? Noch so eine tote Riesenkrabbe. Jetzt will ich den anderen, aber... Mensch, ich guck's nochmal.
Muss hier, nein. Noch ein Stück weiter rein gewesen sein. Da. Also hier ungefähr. Nichts zu sehen hier. Kann natürlich sein, dass der echt längst abgetrieben ist. Ja, dann hoffe ich mal, dass der nicht die Schlüssel hatte, sonst habe ich ein Problem. So, kann mal ein bisschen Muschelfleisch essen. Sollte reichen für das klein bisschen, was wir da an Gesundheit verloren haben. Knochenfett, sondern andere mal Knochenreißer. Knochenreißer sind meine schlimmer, wie es aussieht. So. Mit den Amuletten. Die Inschrift des Medaillons aufsagen. In Kors unendlicher Liebe wollen wir erblühen. Mach das bitte. Jetzt ist sie weg. Ich hoffe, du speichert Auto. Ich habe es vergessen. Was ist hier los? Ich hatte eigentlich erwartet, hier ein paar Personen anzutreffen, nicht Ratten. Pferdekeule. Gebratene Ziegenkeule. Keiner von den Kelchen ist golden, oder? Enzyklopädie Arcana, ein Buch dazwischen haben. Die Brüder, denen ging es offensichtlich auch nicht besser. Ich glaube, hinter der Tür hier versteckt sich einer. Mache jetzt aber hier, für die Folge jetzt erstmal Schluss und sag bis bald.